Hallo, liebes Publikum, willkommen zurück bei einer neuen Folge von Ballatro. In der letzten Folge haben wir das Geisterdeck ausprobiert und in dieser Folge machen wir das Nebula-Deck. Beginnen den Durchlauf mit dem Teleskop-Gutschein, minus ein Slot für Verbrauchsgegenstände. Und das Teleskop macht halt, dass Himmelspakete enthalten immer die Planetenkarte für deine meistgespielte Pokerhand. Das heißt, da hat man schon einen ziemlich großen Vorteil, wenn man sich auf eine ungewöhnlichen Joker, nehme ich mit tatsächlich. Wenn man sich auf eine Pokerhand fixiert, und ihr kennt mich, ich bin sehr auf den Flush fixiert, dementsprechend kommt uns das echt nur zugute. Das heißt, dann geben uns die Planeten Booster auch immer schön, ich glaube Jupiter ist das, wenn mich nicht gerade alles täuscht, und ich glaube, ich täusche mich an dem Punkt nicht. So, kriege ich jetzt noch genug Karten, damit ich meinen Flush machen kann? Nee. Kriege ich nicht. Ah, das war 7, 8, 9, 10 Dame. Okay. Ich dachte schon hier, dass wir eventuell einen Straight Flush rausbekommen, wenn wir noch die 7 und einen Buben oder so bekommen. Oder 7 und 6. Die 6 haben wir bekommen, die 7 nicht. Dafür ein Ass. Ging in die andere Richtung, aber ist nicht so schlimm. Hauptsache Runde geschafft. Das ist der ungewöhnliche Joker, den ich mir gerade erspielt habe. Alle Bildkarten werden zu Goldkarten, wenn sie gespielt werden. Oh, den mag ich. Alle Herzen sind Karos und alle Piks sind Kreuze. Damit haben wir ja schon mal gespielt. Und das hilft uns auch dabei, einfach einen Flush aufzubauen. Karten, die vor der Ante gespielt wurden, sind wertlos. Das ist kein Problem. Wie gesagt, wir wollen hier, also wir haben jetzt gut Möglichkeiten, Flushes zu spielen, selbst wenn wir jetzt nicht die konkreten Karten haben, die wir unbedingt brauchen. Also jetzt können wir es alles ein bisschen lockerer sehen. Dich werde ich mal abwerfen. Ja, von mir aus machen wir es so. Auch wenn die eine Karte geschwächt ist, aber das passt schon noch. Drilling funktioniert eigentlich auch immer ganz gut. Also, die machen auch ganz gut Punkte. Ich glaube, ich konnte sogar mit 2 Dreien, hatte ich glaube ich auch noch auf der Hand. Damit hätte ich auch ein Full House machen können. Habe ich dann gerade so im letzten Moment noch bemerkt. Der Fehldruck ist an sich auch ganz cool, ganz interessant. Will ich eine Tarotkarte oder will ich lieber das Walkie-Talkie? Ich glaube, ich nehme lieber das Walkie-Talkie mit. Damit wir irgendwie ein bisschen Mult reinbekommen in die ganze Stube. Was haben wir hier? Wir haben hier 2 Paare. Wir haben 4-4 quasi. Ich schmeiß die mal ab und guck mal, was dann bei rauskommt. Und schon wieder genau das gleiche. Ah, ich hatte gerade ein Full House auf der Hand. Bin ich doof. Ah. Dass mir sowas auch immer erst zu spät auffällt. Das wäre ein Full House mit 3 Zehnern gewesen. Das wäre ziemlich gut gewesen. Das hätte sehr viele Punkte gemacht. Ne, dann nehme ich lieber die 4 mit. Weil die 4 gibt Mult. Dank dem Walkie-Talkie. Ich weiß nicht genau, warum 10-4. Was das mit dem Walkie-Talkie auf sich hat, genau. Aber vielleicht könnt ihr es mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Planetenkarten. Ein paar Mult-Karten. Normales Arcana-Pack. Reizt mich jetzt nicht unbedingt alles, muss ich zugeben. La 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 la. So, nehmen wir da die 4 mit. Und die 10 haben wir ja sowieso schon. Jawohl, so wollen wir das auch sehen. So läuft es doch ganz gut. 1, 2, 3, 4, 5. Nein. Ah, sowas ist mir gestern passiert. Da war ich in einem sehr guten Run und habe einfach versehentlich, ich glaube, eine Karte wieder nicht ausgewählt, oder ich habe eine ausgewählt und dann war meine ganze Hand einfach dahin und dadurch hatte ich dann verloren. Das war okay. Gedankengang. Mult, wenn die gespielte Hand eine wertende Karo, Kreuz, Herz und Pik-Karte enthält, zählt das dann so, dass wenn ich eine Karo-Karte spiele, die ja Karo und Herz gibt, die gelten ja als dieselbe Farbe. Das heißt, wenn ich jetzt Karo und Kreuz zum Beispiel irgendwie ein Full House mache, aus Karo und Kreuz Karten, kriege ich dann diese mal 3 Mult?
Wisst ihr was? Das testen wir einfach mal aus und dann kaufen wir uns das Spectral Pack, weil die Geistkarten sind eigentlich mal gut. Erzeuge eine Kopie eines zufälligen Jokers, zerstöre die anderen. Lila Siegel. Wenn ich die Karte abwerfe, dann bekomme ich eine Planetenkarte. Ist doch ganz gut. Minus 1 Handgröße ist nicht unbedingt toll. Kann man aber mit leben. So, wenn ich jetzt also sage, ich habe hier zwei Paar. Müsste das ja gelten. Wir haben... Oh, die Hand hat im Generellen sowieso die Sachen. Also klar gibt mir das den Multiplikator dazu. Okay. So wollte ich das, habe ich das jetzt eigentlich, hatte ich das jetzt eigentlich nicht gemeint, aber es hat ja trotzdem hingehauen. Ja, das hat jetzt gar nichts gebracht, klar. 1, 2, 3, 4, 5. Da haben wir zumindest eine 4 drin. Ich kann noch eine Hand danach spielen. 1200, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, wir nehmen die 10 mit, statt die... Nein, statt die 5. So. Genau, weil da kriegen wir wenigstens hier den Multiplikator. Und das reicht, okay. Ich glaube, die beiden als Kombination sind eigentlich ganz gut. Wenn man es halt richtig macht und richtig machen kann. Einen weiteren Abwurf, ja bitte. Dankeschön. Das ist immer ein guter Gutschein. Ist ein guter Schein. Okay, gut. Dann gehe ich mal kurz nach Rang. 5, 6, 7, Queen. Okay, ist jetzt also nicht unbedingt weiter... Ich werfe die beiden mal ab. Kriege ich vielleicht eins von den beiden Sachen? Nee, kriege ich nicht. Wollte gerade sagen, eins von den Sachen, die wir noch brauchen. Aber, also eine 7 und eine, oder eine Queen. So, beim Abwurf. Ja, okay, das heißt, dich wollen wir auf jeden Fall abwerfen. Abwerfen, zack. Kriegen wir eine Tarotkarte. Dann verwandeln wir was in eine Glückskarte. König, du bist jetzt ein Glückskönig. Bringt mir aber im Endeffekt jetzt gar nicht so viel. Mann. Achso, doch, ja. Zack, 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 zack. Wenn der König mir jetzt auch noch 20 Dollar gibt, wäre das cool. Aber der gibt auch nicht mal... Der gibt doch nicht mal die paar Mult, die er geben kann. Ja, wir haben irgendwie den Blumentopf noch nicht so gut nutzen können, wie es vielleicht möglich wäre. Ich kann nur noch eine Hand spielen. Ja, RIP würde ich fast sagen. Das ist eine RIP-Meier. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Also wir haben 5 Karten auf jeden Fall. Wir hätten hier halt noch so ein 8er-Pärchen. Okay, wir wollen das die 4 mitnehmen, wir wollen die 10 mitnehmen. Das war mir jetzt gerade wichtig, dass ich vielleicht noch eine 4 mit dazu bekomme, damit wir von dem Walkie-Talkie noch ein bisschen Mult bekommen. Aber... Ah, oh, neuer Durchlauf. Da haben wir jetzt auch irgendwie von dem... Was war das? Gibt in diesem Durchlauf 5 Dollar pro übersprungenen Blind. Nee. Hätte ich mir jetzt easy 10 Dollar holen können, aber da kriegen wir, glaube ich, so mehr Geld bei raus. Aber was haben wir hier? 8, 8, 9, 9, 10. 7, 8, 9, 10 Bube. 7, 8, 9, 10 Bube. Spielen wir einfach mal den Straight, den wir auf der Hand haben. Es muss ja nicht immer ein Flush sein. Wir können ja auch ab und zu mal andere Sachen machen. Spielen wir mal hier das Pärchen. Dann reicht das schon. Ah, aber ich habe auch den Eindruck, irgendwie aus den Sachen, die ich jetzt immer so bekomme, kann ich nicht zu viel machen. Ich will den Gutschein haben, aber ich will auch Fibonacci haben. So, der gibt mir zumindest erstmal Mult, wenn ich eine 2, 3, 5, 8 oder ein Ass spiele. Okay, was haben wir denn hier auf der Hand? 3 und 5 sind irgendwie die Sachen, die wir haben wollen für Fibonacci. 2, 3, 5 und 8. Kann ich nicht noch eine... Warum? Spiel, warum? Warum machst du es mir so schwer? Machen wir ein 8er und ein 5er Pärchen von mir aus. Das wird auch ausreichen. Aber ich wollte ein Full House haben. Mann, oh. So, was haben wir denn jetzt? Wir hatten jetzt einmal Paar, einmal zwei Paar, einmal Straight. Also keine Ahnung, was das Teleskop uns jetzt sagen würde, was es uns geben würde in so einem Pack. Und wir sind wieder nur bei 9 Dollar. Ich habe immer noch die 10 Dollar nicht zusammen. Alle Peak-Karten werden geschwächter von mir aus.
Okay, Farbe bitte. Damit ich ein bisschen bessere Übersicht darüber habe. Machen wir mal einfach unseren typischen Flush. Da ist jetzt, ich wollte gerade sagen, nichts wie Bonacci dabei, aber doch, klar, das Ass. Also da kriegen wir jetzt die 3 Dollar plus die 5 Dollar, weil wir den Boss besiegt haben. Und nochmal Zinsen. Ist der Voucher noch da? Nee, das ist der andere. Verdammt! Plus ein Slot für Verbrauchsgegenstände. Nee. So, was haben wir hier mehr? Wir sind noch komplett... Machen wir heute mal Karo-Liebe. Denn ich liebe Karo. Ja. Nee. Das war 2014. Das ist schon vorbei. Will ich eine Tarotkarte vielleicht haben? Ja, komm. Und keiner weiß, was ich jetzt gerade damit meinte. Außer Karo. So, dann nehmen wir mal da das Ass-Karo. Das ist eine Glückskarte. Bekommt dafür und dafür. Und das wollen wir doch, das sehen wir doch gerne. So. Ja, cool. Bringt mir aber nicht so viel, weil... Das zumindest, das wäre ein Paar. Aber Paar soll ja jetzt auch nicht meine meistgespielte Hand werden. Wie gesagt, da würde uns halt das Teleskop, was wir am Anfang bekommen, auch nicht viel bringen. Okay, alles, wo irgendwo ein Ast drin ist, bringt uns noch über die Schwelle. Dank Fibonacci. Ich glaube, ich kaufe jetzt mal den Voucher. Und, nee, ich spare das restliche Geld. Weiter geht's. Ich glaube, der Tag hätte mir einen Polychrom Joker gegeben und ich habe ihn einfach geskippt, weil ich zu schnell bin. 10, 9, 8, 9, 10, Bube, Dame. 8, 8, 9, 10, Bube, Dame. Spielen. Wir haben da zwei Karos drin, das sollte ausreichen. Und eine Fibonacci, ja. Cool. Weil je weniger Hände wir spielen, desto mehr... Geld bekommen wir hierbei raus. Das möchte man halt auch irgendwie so ein bisschen gucken. Oh, ich kann mir da zwei Joker auswählen. Ja. Bitte. Löst alle Karten der finalen Hand noch einmal aus. Ist für später hin ganz gut. Für Dollar in deinem Besitz momentan 12 Chips. Gespielte Bildkarten geben plus 30 Chips, wenn gezählt. Chips, wenn Paar enthält. Dann nehme ich mal den hier mit. Weiß nicht, den anderen fand ich jetzt nicht so doll mit dem Geld. Kreuzkarten werden geschwächt, weil dann würde ich irgendwie sehr drauf achten, kein Geld auszugeben. Und kein Geld ausgeben bringt auch nichts. Oh, Straight Flush ist mir gerade gar nicht aufgefallen. Tatsächlich. Ich habe das jetzt einfach hingeschmissen. Und in dem Moment, als die Karten hochgezählt wurden, war das so, oh, nice, das war fast der Royal Flush. Das war fast der Royal Flush. Ja, mehr Zinsen. Dankeschön. Danke dafür. Ja, komm, kaufen wir noch den Fehldruck. Der gibt mir dann einfach zufällig irgendwie ein bisschen Mult dazu. Und jetzt haben wir doch, glaube ich, gerade einen ganz guten Lauf. Ich behalte mal lieber die Karo-Karten, weil wir den Karo-Joker da oben haben. Ja, der trifft Fibonacci wenigstens einmal. Aber brauchen wir gar nicht. Das mit dem Karo regelt schon. Nee. Es hat nicht ausgereicht, tatsächlich. Erst der Fehldruck hat gerade die Runde für uns gewonnen. Tatsächlich eine Joker-Karte? Nee, eine Wildcard-Karte? Nee. Ich will gerade ein bisschen Geld sparen. Aktualisiert den Boss-Blind. Ich habe mir den Boss-Blind nicht mal durchgelesen. Was haben wir denn diese Runde? Eine von 7 Karten wird mit dem Gesicht nach unten. Na gut, das ist nicht das Problem. Das kann man zur Not halt einfach entschlüsseln. So, ich könnte hier zwei Paare spielen. Fibonacci trifft nicht die 4, nee. Hm, dann ergibt das doch nicht so viel Sinn. Wir könnten auf Peak spielen, weil wir gerade sehr viel Peak auf der Hand hatten. 4, 5, 6. Moment. 6, 8, 6, 8. Ich dachte gerade, ich hätte ein Full House auf der Hand, aber nee. Aber ich guck mal, wenn ich die 6en und die 8en auf der Hand behalte. Bekomme ich natürlich keine 6 und keine 8 mehr auf die Hand. So. Genau, lasst uns doch die Sachen einfach mal ausspielen.
Das gefällt mir alles nicht. Das gefällt mir alles so ganz und gar nicht. Ich habe 2 Zehner, ja. Dann schmeiße ich mal ein bisschen Schrott noch mit weg. Eine 3 und eine 8 ist natürlich für Fibonacci eigentlich ganz gut, aber so im Allgemeinen... Nee, Moment. Dann schmeiße ich die beiden noch mit weg. Weil wenn ich weniger Herz im Endeffekt dann auf der Hand habe, dann bringt uns das auch nicht so viel. Ein paar Dreier und ein paar Fünfer. 2 Paare. Fibonacci regelt. Und wir haben noch ein Karo. Reicht das? Ja, reicht. Na gut, wenn Karten nochmal ausgelöst werden in der letzten Hand, das hätte uns dann auch nochmal geholfen. DNA brauchen wir nicht unbedingt. Ich weiß nicht, sehr viele Balatro-Spieler, die rasten immer total aus, wenn sie DNA bekommen, weil sie dann natürlich... Den nehmen wir natürlich mit. Weil sie dann halt cool Karten kopieren können. Aber ich bin jetzt gerade nicht so in meiner Strategie, dass ich unbedingt Karten kopieren will. Und hier haben wir direkt einen Flush. Was? Ach, das Ass! Oh, das Ass ist ja über der 2, also wird vor der 2. Hm. Okay, das war jetzt dumm. Okay, das ist eine 8, aber der ist vor der 7, also, oder mindestens eine 8. Und das bedeutet, das gehört nicht zu den Rang. Das ist aber noch Peak, also die sind alle Peak. Das sind alles keine Peak-Karten. Richtig? Richtig, okay. Oh, wenigstens das hat jetzt hingehauen. Wenigstens da habe ich mich jetzt gerade nicht vertan. Okay, was hätten wir hier? Ein paar Königin, Farbe, Rang. Das könnte das Ass sein. Wenn er ganz links ist, ist er aber nicht. Das heißt, das ist auch ein Herz. Das heißt, wir werden das abwerfen. Moment. Das habe ich doch falsch gesehen. Anscheinend habe ich das doch falsch gesehen. Ha, interessant. Ich möchte dich aber wahrscheinlich später spielen. Einfach weil. Dich kann ich auch noch einfach reinschmeißen, weil. Und dich kann ich auch noch reinschmeißen, weil. Ja, plus 10 Mult. Der hat sogar nochmal 2 Mult gegeben, weil der... Oh, Royal Flush, auf geht's! Weil es eine Glaskarte war und der ist ein Glück nicht kaputt gegangen. Jawohl, und alles wird hier nochmal gezählt. Ja. Sehr gut. 19.000 anstatt 5.000. Jetzt sind wir bei Ante 4, also. Ich glaube, jetzt ist doch einer unserer besseren Runs. So. Nochmal was eingelöst. Wir haben jetzt eine Hand mehr. Wir könnten auch einen Abwurf mehr dank dem Joker dort haben. Aber das bringt uns jetzt im Endeffekt gar nicht so viel. So, ich möchte ja schon auf Karo gehen. Deswegen habe ich die Karo-Karten jetzt erstmal da gelassen. Aber der wahrscheinlichste Flush, den kriegen wir halt hierbei raus. Fibonacci. Und 17 Mult dank dem Fehldruck. Immer wieder gut, wenn der Fehldruck uns ordentlich was wiedergibt. Ich finde es schade, dass der nicht auch irgendwie so Malmult zufälligerweise mit drin haben kann, sondern dass es nur Plus ist. Das finde ich wirklich ein bisschen schade. Da hätte ich wirklich mir gewünscht, dass sie das noch mit reinpatchen, dass das so eine wenigstens geringe Chance dafür gibt. Wenn 0 Abwürfe, wenn finale Hand. Die beiden in Kombination sind eigentlich ganz cool. Weil wenn man 0 Abwürfe und auf der letzten Hand ist, ist das so das Letzte, was einem hilft. Plus 30 Chips für Bildkarten. Ich glaube, tatsächlich, ich nehme den noch mit. Ich glaube, das bringt uns im Endeffekt mehr als die 30 Chips pro Bildkarte. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Und damit haben wir diese Runde potenziell auch schon gewonnen. Ich wollte gerade sagen, wenn die Glückskarte noch mitzählt und abseits davon reicht es nicht. Nee, nee. Reicht es definitiv noch nicht aus. So, dich will ich ans Ende setzen, falls der mir dann 2 Mult gibt. Jawohl. Ah, nee. Er gibt mir auf jeden Fall mal 2 Mult. Nicht plus 2 Mult, sondern mal. Weil er eine Glaskarte ist. Das ist generell der... Die Eigenschaft von Glaskarten, dass sie immer mal 2 Mult geben. Deswegen sind das auch die Karten, die einem so in... Wenn man wirklich die höchsten Antes schaffen will. Also so ab Ante 15 oder 16 oder so.
was ich so bei anderen Leuten gesehen habe, weil selbst bin ich so weit definitiv noch nicht gekommen, sind das schon keine richtigen Zahlen mehr. Da wird das dann einfach angegeben E17 oder E13, E23 so am Ende. Das bedeutet einfach, dass es so viele Stellen noch nach der 0 quasi nach der, ne, also danach sind. Da kann die Zahl hier schon gar nicht angezeigt werden. Ich glaube, das ist ab 100 Milliarden oder so oder ab einer Trillion oder irgendwie sowas oder Billiarden. Ich Deutsch und Englisch mischen bei Zahlen ist halt echt schwierig. Oh. Kreuz und Herzen, Piks und Karos. Wir spielen auf Flush. Und wir haben den hier. Der würde uns dann auch bei Herzkarten immer Sachen geben. Ich glaube, der Fehldruck kann weg. Ich glaube, das bringt uns mehr. Wenn wir noch eine andere Karte davon haben, dann bringt uns das viel. So, ich werde aber auch mal ein paar Planeten kaufen. Einfach um ein paar Sachen aufzuwerten, auch wenn es uns die Sachen jetzt nicht so viel helfen. Aber irgendwann müssen wir ja von unserer Karte profitieren. Gesicht nach unten gezogen, Karten nach jeder gespielten Hand, ja von mir aus. So, was habe ich gerade gesagt? Herz ist Pik und Kreuz ist Karo. Was wollen wir? Wir haben gerade mehr Fibonaccis bei Pik. Okay, wir haben 5, 5, 3... Ass und die 2. Flush go. Jawohl, 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 jawohl. So wollen wir es sehen. So nämlich. Okay, mal nach Farbe sortiert. Die sind nach Farbe sortiert, okay. Nach Rang sortiert. Das sind irgendwelche höheren. Die bleiben auch dort. Das heißt, das könnte alles. Das müsste eigentlich alles passen. Passt aber definitiv nicht, weil da Herzkarte dazwischen war. Verdammt. Das mag jetzt exzessiv wirken. Aber natürlich hat das alles irgendwo seinen Sinn und seinen Plan, was ich da gerade gemacht habe. Weil zum einen kriegen wir dadurch den Multiplikator. Nee, Moment, 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 Moment. Das muss alles Karo sein, weil wir sind gerade nach Farbe sortiert. Exakt. Okay. Dann haben wir die Runde auch durch. Nee, haben wir noch nicht. Okay. Letzte Hand. Oh, Farbe, Rang. Das ist alles mehr als 2. Das können halt alles Karo-Karten sein. Aber ich glaube, da ist noch Pik dazwischen. Das könnten halt... Nee, das ist Peak. Das sind, da könnten Kreuzkarten dazwischen sein. Das könnte höher sein. Ich gehe mal mit dem weg und mach mal den. Hat gereicht. Würde mich jetzt natürlich interessieren, ob das denn wirklich eine Dingens war. Und alle Karten werden hier doppelt nochmal verwendet. Ja, und je mehr man Multiplikatoren hat und so, desto schneller zählt das auch. Egal auf welcher Geschwindigkeit des Spiels man ist, der fängt dann an immer schneller zu zählen, je größer die Zahl wird. Okay, Money on Sale. Wir geben 3 aus, bekommen 10. Das ist immer wert. Also Hermit ist immer wert mitzunehmen. Eine Handgröße, wenn wir auf Flush spielen, definitiv das, was wir haben wollen. Ja, nehme ich dich mit. Potenzielle Planetenkarte, warum nicht? Warum auch nicht? Hier direkt ein Flush. Haben wir direkt auch ein paar Fibonaccis, die wir da treffen. Jawohl, und das zählt ja auch alles für den gierigen Joker. Bube, Bube, 10, 9, 5. Ich glaube, ich nehme die 9 raus und nehme dafür die 3 noch mit rein. Ja, genau. Da kriegen wir nämlich zumindest den Fibonacci-Hit noch. Okay, dich will ich auf der Hand behalten, dich 2. Da hätten wir hier noch einen Flush, den wir spielen können. Wir haben ja genug Hände zum Ausspielen. Ich brauche unbedingt noch einen Joker, der mir die schwarzen Karten alle verstärkt, weil derzeitig bringt das noch nicht so viel, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich will auch lieber auf... Ja, auf Karo-Karten bzw. auf rote Karten gehen, sagen wir es mal eher so. Damit wir da den extra Boost noch von dem gierigen Joker bekommen, weil ich mir schon dachte, dass das jetzt
nach hinten raus ein bisschen schwer werden wird. Ich hätte auch nochmal abwerfen können vorher. Aber das sollte ausreichen, weil die ja alle doppelt nochmal gespielt werden. Und doppelt gezählt werden, dank Dämmerung. Dämmerung ist nach hinten raus halt ein ziemlicher Lebensretter. Und Uranus mit zwei Paar. Habe ich zwei Paar so oft gespielt? Ich glaube eigentlich nicht, aber nutzen tun wir es mal trotzdem. Mal drei Mult, wenn die gespielte Pokerhand bereits in dieser Runde gespielt wurde. Das heißt, wenn wir mehrere Flaschen spielen, kriegen wir mal drei. Ich glaube, das ist besser als Dämmerung an dem Punkt. Ich glaube, das ist besser als Dämmerung. Weil wir können ja Flaschen sehr, sehr einfach spielen. Gucken wir doch mal. Flash, danke. Jupiter, danke. Ja, wir müssen unseren Flash auf jeden Fall aufwerten. Das ist gerade viel, viel wichtiger. Wir können auch, uns auch sicher sein, dass jedes Planetenpack Jupiter drin hat. Weil wir mit dem Teleskop starten. Das ist ja der von unserem derzeitigen Deck der Special Bonus irgendwie, genau. Das Nebula-Deck. Ich habe gerade den Namen nicht mehr im Kopf gehabt. Bin ich mal ganz ehrlich. So, Flash und dann bekommen wir mal drei, weil wir die Karten dann schon mal gespielt haben. Fibonacci hittet. Jawohl. Ja, jetzt skalieren wir gerade richtig. Das ist gerade das, was wir benötigt haben. Genau dieser Joker ist das, was wir gebraucht haben. Ja, das ist, glaube ich, jetzt eine sehr gute Kombination. Ja, noch läuft das. Aber das ist bei Weitem noch nicht ausreichend. Wir brauchen noch mehr Level auf unserem Flash. Wir brauchen definitiv noch ein paar Stahlkarten in der Hand. Wir brauchen irgendwas, was uns die schwarzen Karten, wirft zwei zufällige Karten pro gespielter Hand ab. Lässt sich also doof mit planen, wenn man was gespielt hat oder irgendwie auf irgendwas hinarbeitet. Aber ja. Ist die Glaskarte kaputt gegangen. Das ist natürlich alles andere als toll. 4 und 5? Nee, 3 und 5. Ja, schmeiß weg von mir aus. So, jetzt kriegen wir natürlich noch den mal 3 Multiplikator. Finde ich auch gut. Dab, 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 dab. Yep. Weil die bekommen ja alle Mult dazu. Oh, wenn ich irgendwie einen meiner Joker vielleicht noch Polychrom bekommen könnte oder sowas. Oder zumindest Holo oder so, dass die nochmal plus 10 Mult geben. Dann sind wir, wenn ich den hier noch irgendwie so bekommen könnte, dann wäre das auf jeden Fall hilfreich. Welchen Buffoon-Pack öffnen? Ich wüsste nicht, was ich von meinem jetzigen, na doch, vielleicht dem mystischen Gipfel, weil der bringt mir ja nur was, wenn ich keine Abwürfe mehr habe. Mal 0,25 Mult für jeden in diesem Durchlauf übersprungenen Blind. Nee, zwei Paare will ich auch nicht spielen. War also eher rausgeschmissenes Geld, aber manchmal muss man auch einfach mal ein bisschen sein Geld riskieren, sage ich mal. Ne, 4 will er nicht. Entsprechend spiele ich den Buben. Der Bube bekommt natürlich so sein Spotlight. Sein Platz im Spotlight, das wollte ich sagen. Platz ist mir gerade nicht eingefallen. Das Wort Platz ist mir gerade nicht eingefallen. Eins der simpelsten Worte. Platz. Was auch einfach so klingt, wie wenn etwas platzt. Das ist voll clever. Man weiß einfach, was es bedeutet, wenn man Platz sagt. Platz, platz. Es ist einfach, es geht einfach kaputt. Es platzt einfach. So. Keine Ahnung, was ich hier labere, aber wir haben auf jeden Fall eine weitere Runde gewonnen. Bitte einmal Celestial Pack. Das Jumbo muss ich gar nicht mal benutzen, weil... Also, die Mega-Packs, die geben einem ja zwei Sachen. Die Jumbo-Packs haben immer einfach eine größere Auswahl. Und das müssen wir gar nicht. Es ist teurer und wir können eh nur eine Karte auswählen. Und da wir ja eh sicher sein können, dass jedes Pack Jupiter für uns hat, müssen wir einfach nur das immer nehmen und fertig ist dann. So, das müssten doch jetzt die meisten Fibonaccis sein, richtig? Ja. Cool. So. Und jetzt fangen wir gerade an zu scalen mit dem hier. Mit dem Kartenscharf. Nee, das heißt einfach nur Kartenscharf, okay. Ich dachte, der hat irgendwie einen anderen speziellen Namen oder irgendwas, aber nein. 8, 8.
Queen. 7 von mir aus. Hauptsache die 8 sind dabei. Weil die halt Fibonacci treffen. Ah, Mann. Glückskarten. Ich will das Geld von den Glückskarten gerne haben. Ich brauche mehr Geld. Ich will mehr Glückskarten. Fällt mir da gerade auf. Ich glaube, damit können wir potenziell... Dankespiel. Damit können wir halt potenziell ein bisschen mehr machen. Minus 1 Handgröße. Ist nicht so schlimm. Ich habe meine Handgröße schon einmal erhöht. 1, 2, 3, 4, 5. Danke und schön. Da hätte ich natürlich aus dem König jetzt eine Glückskarte machen können. Aber ich glaube, es ist besser, wenn ich bei den roten Karten mehr dazu mache. Weil die roten Karten wollen wir ja mehr benutzen. Dank dem gierigen Joker. Das ist natürlich irgendwie mehr vom Vorteil. Okay. Ich will die zwei eigentlich nicht verwenden, um ehrlich zu sein. Deswegen schmeiße ich mal das raus. Genau, so wollen wir es doch. Jawohl. Bam, 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 bam. Und ja, mal drei. Sehr gut. Planetenkarte bekommen wir dann nach der Runde. Handspielen. Sollte auch wieder ausreichen. Ich habe mich gerade gewundert, warum die 10 nicht trifft, aber das ist ja kein Walkie-Talkie. Ich habe gerade in Walkie-Talkie gedacht und wir sind bei Ante 7. Das ist das weiteste, das ich seit langem gekommen bin in den Videos. Und ja, ich glaube, ich belasse es auch tatsächlich erstmal. Ich habe mir nämlich jetzt gedacht, dass ich erstmal diese eine Woche Balatro mache, die ich jetzt so aufgenommen habe, weil ich habe die letzten Tage ein paar mehr Folgen aufgenommen. Ich glaube, ich belasse es dann auch erstmal dabei, bis ich halt die anderen, die höheren Decks freigeschaltet habe, dass ich mir denke, okay, wir zeigen jetzt erstmal soweit alle Decks, weil so ein Roguelike kann man halt Ewigkeiten als Let's Play spielen. Habe ich ja damals mit Isaac gemerkt. Das hätte ich so ewig lange machen können, weil es ja immer wieder irgendwie neue Sachen zu entdecken gibt und neue Sachen, die irgendwie passieren können und irgendwie die Möglichkeiten irgendwie, wie man eben verschiedene Sachen so bekommt im Spiel, die sind ja immer zufällig und das ist ja alles, wie gesagt, das ist ja immer wieder unterschiedlich, das ist ja nie gleichbleibend. Dementsprechend kann man sowas auch Ewigkeiten ziehen. Und deswegen gibt es ja auch Kanäle, die halt nur, oder nicht nur, aber hauptsächlich Roguelikes machen. Wie zum Beispiel Frost Prime, bei dem ich ja Balatro mitentdeckt habe. Will ich lieber zwei andere? Ich nehme lieber zwei andere Tarotkarten. Ein Kreuz. Ich will ehrlich gesagt nichts in Kreuz verwandeln. Ich will ja eher die roten Karten haben. Ja, ich möchte nochmal den Flash aufleveln. Ich glaube, das ist gerade wichtiger, als dass wir irgendwie $1 mehr Zinsen bekommen. So, dann können wir auch gleich nochmal was in eine Glaskarte verwandeln. 1, 2, 3, 4 haben wir gerade mal. 1, 2, 3, 4, 5. Dann machen wir... Moment, nee, dann machen wir erstmal... Du, Glaskarte. Handspielen, dankeschön. Yeah, mal 2 Mult. Ich hätte die Glaskarte ans Ende setzen müssen, dann hätte ich die... Sachen, die Fibonacci uns gegeben hat, jetzt gerade mal 2 genommen. 4 will ich, nee. Ist eigentlich egal. Doch, 7, so. Nehmen wir wenigstens die höchsten Zahlen. $20. Mal 20 Mult nehme ich auch. Oder plus 20 Mult. Nehme ich auch sehr gerne. Dafür ist er ja hier da, dass er uns da nochmal ein bisschen mehr obendrauf gibt. Wie so eine Oma, die einem noch was zusteckt. Aber ich glaube, das hätte nicht ganz gepasst. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist eher so ein Drogendealer. Aber das ist ja irgendwie ganz lustig. Meine Uroma, die hat mir nämlich immer, wenn ich ihr besucht habe, hat sie mir Geld immer gegeben wollen. Und ich habe dann irgendwann angefangen, ihr das auszureden, damit sie mir eben nicht Geld mitgibt. Und dann hat sie irgendwann angefangen, beim Tschüss sagen, mir die Hand zu geben. Und hatte dann in ihrer Hand so zusammengeknüllt so einen Geldschein. Manchmal ein 10er, manchmal sogar ein 20er, so halt immer nur so kleine Kleckerbeträge. Also nicht jetzt unsagbar viel. Aber war schon sehr interessant, dass sie dann irgendwann diesen Drogendealer gemacht hat, sage ich mal. So in der Hand, so, yeah, darf keiner sehen. Hier, komm. Und jetzt ist es in deiner Hand, jetzt hast du das Geld, hahaha, jetzt kannst du es nicht mehr ablehnen. Also meine Oma war da schon sehr geschickt, meine Uroma. Und das eine Mal habe ich das Geld dann auch versehentlich einfach liegen lassen.
Und dann hat sie aus dem Balkon gerufen, mir hinterher, ey Patrick, du hast dein Geld vergessen. Und ich dachte mir einfach nur so, komm Oma, muss das jetzt sein? Lass es doch einfach, es ist dein Geld. Du brauchst es doch auch. Aber so war sie nun mal. Eine herzensgute Frau. Und ich vermisse sie sehr. So. Ja, ich weiß, ich hätte jetzt die 2 auf der Hand behalten können, aber ich dachte mir, wir brauchen viele Punkte. Und sehr viele von unseren Karten sind halt gerade einfach... sind gerade einfach geschwächt und das ist nicht sonderlich gut. Ich glaube, ich werde tatsächlich auf meine letzten Abwürfe gehen, damit ich die 15 Mult von ihm noch bekomme. Also ich werde jetzt alles Geschwächte rausschmeißen. Und dann gucken wir mal, wo wir bei rauskommen. Wir haben hier noch einen Flush. Wir können noch 2 Flasche spielen. Und ich hoffe, ich kriege noch einen roten Flush bei raus. Sonst schaffen wir das nicht. Ich kann noch 2 Hände spielen. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist gar nichts. Aber so habe ich potenziell auf noch mehr rote Karten, die nicht geschwächt sind. Ja, also Flash, aber geschwächt. Das könnte wieder nicht hinhauen. So knapp. So knapp. Hast du auch geblufft? Nee, ich hätte gebufft werden müssen. Oh, es waren gerade mal 83 Punkte, die uns gefehlt haben. Oh, das wäre gut gewesen, wenn wir da, weil dann wären wir auf Ante 8 gewesen. Aber da machst du nix. Da habe ich auch nicht drauf geachtet, was jetzt der derzeitige Boss-Debuff ist. Na gut, gewinne einen Durchlauf, ohne Flash zu spielen. Oh. Aber auch gewinne einen Durchlauf, dann würde ich den Joker bekommen. Na gut, ich würde aber an der Stelle sagen, das wär's mit dieser Folge von Let's Play Balatro. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder mit dem anderen Deck. Ich glaube, eins haben wir noch übrig. Das haben wir gespielt, das haben wir gespielt, das verlassene Deck haben wir gespielt, das karierte Deck haben wir noch nicht. Und Sternzeichen-Deck haben wir auch noch nicht gespielt. Meine Güte, da haben wir noch einiges vor uns. Ja, anscheinend fängt da dann unsere nächste Folge an. Jetzt aber erstmal Dankeschön fürs Zusehen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und tschüss. Bis dann.